und warten halt darauf, dass auch abtransportiert wird, wenn sie gefüllt sind. Also jedes Produktionsgebäude waren Ausgangslager pro Produkt, was 64 ist. Also die Sägemühle zum Beispiel kann 64 Hartholzbalken und 64 Weichholzbalken lagern. Dann ist sie voll und kann nicht mehr arbeiten. Hier ist Sumpflandschaft mit Kohle. Deswegen müssen wir auch irgendwann Lager errichten, um unserem Demand nachzukommen. So. Unsere Wohnhäuser werden gebaut. Hier wandert sogar ein Explorer mit seiner Ration durch die Gegend. Und ja, sogar die Quarry-Arbeiter brauchen Nahrung, wie man sieht. Na, unser zweiter Quarry ist gebaut mit einer ziemlich steilen Straße. Okay. Man sieht aber, unsere Wachen expandieren schön. So, dafür kümmern wir uns erstmal um die Essensproduktion. Dafür gibt es einmal Fische. Sehr schön viele Fische hier. Deswegen errichten wir hier eine Fischerhütte. Ruhig so auf der Ecke ein bisschen. So, eine Fischerhütte. Wir können ein Forager-Camp bauen. Man sieht auch ein bisschen aufleuchten, wo es Ressourcen gibt, die er foragen kann. Wobei das hier eher Feuerholz ist als alles andere. Also der Forager sammelt auch Feuerholz. Man sieht, er sammelt Himbeeren, also Raspberries sind ja Himbeeren. Borsini sind irgendwelche Pilze. Feuerholz und Flachs. Aber hier in der Gegend sieht es aus, als ob es nur Feuerholz geben würde. Also ist es nicht ganz so wichtig. Wir können eine Jagdhütte bauen. Das ist dann schon etwas passender. Die Jagdhütte sorgt nämlich für Wild. Also hier für Fleisch. Und man sieht, es gibt unterschiedliches Fleisch. Es gibt sogar unterschiedliche Fische, nämlich Heringe und Forellen. Trout sind Forellen. Hasenfleisch, Wildschwein und Hirschfleisch gibt es. Und ja, im Plantmehl sieht man halt das, was geforaged werden kann. Und das, was auf Farmen angebaut werden kann. Und Brot. Viel wichtiger sind dann hier eben die Rationen und Wasser. Ach, Weizen und Flachs. Ja. Das ist nämlich auch so die Sache, das kommt aufs Farmland drauf an. Erkläre ich aber später, wenn wir dann mal eine Farm bauen. Also es gibt zwei Farmen, wie man sieht. Einmal eine Vegetable Farm und eine Crop Farm. Also die Vegetable Farm macht nur Kürbis und Cabbage. Und die hier macht Korn, Flachs und Weizen. Und beide brauchen halt Farmland. Da gibt es einen Brunnen, eine Windmühle und eine Bäckerei. Was klar ist, weil daraus dann Brot gemacht wird. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir utilizen erstmal mit der Fishing Hut und der Hunting Lodge. Ja. Deswegen kehren wir jetzt zu Population und Meals zurück, weil das ist auch wichtig. Ja, wir haben jetzt hier unsere ersten Cottages, wo Träger einziehen. Also, wie man auch sehen kann, Balance Homes. Available Rooms in Construction Camps. Also, irgendwo fehlt noch... Nö, kein Träger mehr. Ist aber wohl jetzt voll geworden. Also von unseren
Von unseren 150 Trägern, die wir haben, sollten... Oder 147 Trägern. Ah ja, es sind ja drei Stück zu Sägewerklern geworden, weil wir hatten keine am Anfang. Wir haben nur Woodcutter, aber keine Sägewerkarbeiter. Ich weiß gerade gar nicht, kann man sich das irgendwo anzeigen? Oh, wir haben die erste Pagonian Village entdeckt. Oder sogar das zweite. Ja, zwei. Hier oben ist nämlich eins. Und hier ist auch noch eins. Und wir haben eine mysteriöse Location, eine Abandoned Wagon entdeckt. Gut. Na, zurück aber zu unserer Siedlung erstmal. Wir müssen uns ja um den Aufbau kümmern. Wie gesagt, Träger werden zu Arbeiter, wenn sie benötigt werden. Und normalerweise ist es ja selten, dass wir dann Gebäude wieder abreißen müssen. Wenn, dann sind das Gebäude, wo die Leute eh noch eine andere Arbeit nachgehen können, also hauptsächlich Miner. Wenn die in dem Quarry nichts mehr abbauen können oder in der Mine oder so. Kupfer discovered. Und forageable plants, okay. Ja. Okay, wir haben die Fraktion zwar entdeckt, aber unsere Explorer müssen auch das jeweilige Handelszentrum entdecken, damit wir überhaupt Quests von den Leuten kriegen. Ja. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich stelle mal ein bisschen hier um auf, da hier alles Hardwood ist und wir auch viel mehr Softwood zum Bauen brauchen, sollte ich die Hardwood, das Hardwood Planten einstellen und vielleicht den Kreis etwas verschieben. Beziehungsweise ich kann den Kreis nicht verschieben, ich kann nur die Priorität verschieben. Also er versucht dann erstmal hier um den Marker herum Bäume zu pflanzen. Aber er pflanzt im ganzen Umkreis Bäume ein, wenn kein Platz mehr ist. So. Kommen wir zurück zu unseren Trägern, wo ich jetzt ja gerade war. Und zwar, wenn wir Träger werden zu Arbeitern. Das heißt, irgendwann brauchen wir mehr Träger. Und darum wollen wir uns jetzt kümmern. So, weil wir brauchen erst einmal... eine Taverne. So. Dann brauchen wir eine Market Fountain. Die können wir ruhig hier platzieren. So, und an der Market Fountain entlang. Nur noch besser. Hier so. Bauen wir dann noch unsere Esstische hin. Erstmal vier Stück. Das sollte reichen. Und dann brauchen wir noch hier neben der... Taverne. Ein paar... Marktstände. So. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste, was wir brauchen für die Nahrungsproduktion. Jetzt lassen wir das erstmal schön aufbauen. Können wir das da auch ein bisschen unseren Leuten zusehen. Also man sieht die Fishing-Hütte. Fängt jetzt gerade Heringe, weil hier im Meer gibt es, glaube ich, nur Heringe. Ich glaube, für andere, für die Regenbogenforellen oder für die Forellen allgemein, brauchen wir Frischwasser, kein
Salzwasser. Ich glaube, im Salzwasser gibt es Heringe und im Frischwasser gibt es Forellen. Können wir ja mal ganz kurz gucken. Ja, sieht man da unten in der unteren Ecke hier, dass er hier Trouts fangen würde und hier halt Heringe. Das sind auch so wichtige Informationen. Genauso kann der Forager gerade hier gar nichts fangen. Und er kann Deer und Rabbit fangen, also der Jäger. Das tut er auch. Deer Meat, Rabbit Meat und Leder. So, unsere Taverne wird gebaut und die Marktstände neben der Taverne ebenso. Also hier, okay, hier arbeiten gerade Bilder, aber in der Taverne nachher arbeiten Köche, werden beim Provisionierer arbeiten. Wobei der Provisioner halt anders funktioniert als die Taverne. So, der erste Marktstand ist fertig. Jetzt brauchen wir dort einen Händler oder eine Händlerin. Haben wir sowas überhaupt? Nein. Aber das werden dann. Sicherlich. Uns geht langsam die Ration übrigens aus. Gut, unsere Taverne ist schon mal fertig. Und die Sitzbänke, die Esstische auch. Es fehlt nur noch die Market Fountain, dann haben wir schon mal die Basis. Und zwar, das funktioniert hier folgendermaßen mit der Taverne. Erstmal holen sich die, kriegen die Merchants, die Händler, in den Marktstellen Nahrung geliefert. Oh, da sind jetzt gerade normale Träger zu Merchants geworden. Einfach mal so, haben sie so Puff gemacht. Ah ja, weil die Market Fountain. Weil die Market Fountain jetzt fertig ist. Die wird nämlich gebraucht, um sozusagen den Markt zu markieren, wo die Marktstelle auch eröffnet werden dürfen. So, und wie man sehen kann, dieser Market Stall ist blau geworden. Das heißt, er lagert da, kriegt dann Fische. Er ist rot geworden, er kriegt Fleisch. Und er ist noch weiß, er kriegt noch gar nichts geliefert. Und ja, Feuerholz wird gebraucht in der Taverne. Und die Taverne produziert zwei Sachen: Comfort Meals und Nutritious Meals. Genau. Comfort Meals werden von den Bergarbeitern gebraucht. Also im Augenblick essen unsere Bergarbeiter die Rationen. Aber später, jetzt dann, wo die Taverne am Laufen ist, werden sie mit richtigem Essen beliefert. Ah, und wie man sehen kann, hier wird der Fisch gerade geliefert und das Fleisch. Also das sind normale Träger jetzt, nicht die Bauarbeiterträger, die sind ja ein Spezialfall. Die kümmern sich nur um das Transportieren von Baumaterial zur Baustelle. Während Träger alles von A nach B transportieren. So, und die Köche fangen jetzt an und holen sich. Genau, die Nahrungsmittel. Aus den Marktständen. Das heißt, wir sollten auch mal gucken, dass wir hier oben eine Fischerhütte bauen. Dass wir die zweite Art von Fisch kriegen.
So. Und dann müssen wir hier durch. So. Genau, und die Köche kochen jetzt mit dem Feuerholz Essen. Und zwar eben diese zwei Arten von Essen. Comfortmehl und natürliches Mehl. Und wie man sehen kann, wird das dann hier gelagert. Ah ja, und wir brauchen auch Trinkwasser. Das kriegen wir übrigens nicht aus der Market Fountain. Sondern dafür brauchen wir eine normale Fountain, also einen Well. Können wir hier gegenüber den Marktständen einbauen. So. Genau, man sieht, dass Trinkwasser fehlt. Aber man sieht auch, was hier gerade gelagert wird.